Sieht es gut aus für SK? Die sich vermutlich hier die Knife Round sichern werden. Also, SK kann sich damit die Seite aussuchen. Trink noch einen. Ja. Wenn ein Tee nicht funktioniert, trink dir noch einen Tee. Zwei Minuten. Oh, das könnt ihr nicht ernst meinen. Weiß jemand, warum auf den englischen Streams keine Knife Rounds gezeigt werden? Keine Ahnung. Es ist gerade hier in dieser Geschichte nicht ganz einfach. Man muss immer auf Trab bleiben, was passiert. Denn wir haben keinen Draht zu Admins und wir haben keine großen Infos. Wir müssen uns alles selbst zusammensuchen, während wir hier live sind. Außerdem finde ich Knife Rounds nicht sonderlich spannend, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass dass sich sowas wie eine Taser-Runde oder sowas durchsetzt. Aber da ist man wohl zu altbacken für. Seit es beim Knife keine Headshots mehr gibt, finde ich es einfach nur noch langweilig. In dem Moment, wo einer gegen zwei antritt und der schon angemessert ist, ist die Sache eigentlich vorbei. Ich weiß nicht, worauf jetzt gewartet wird, wenn ich ehrlich bin. Auf den Stream offensichtlich, okay. Was ist denn das schon wieder eigentlich? Oben steht offensichtlich noch T4B, also für das ehemalige Team vor Balkan. Das wird nicht verwirren dadurch. Ist schon das richtige Game. Die Jungs sind jetzt bei SK. Ready, have fun. Jetzt bin ich gespannt. Stimmt, zur Abwechslung müssen wir auf die Streamer warten. Hat er nicht ganz unrecht. Normalerweise warten wir immer auf die Spieler. Stop.
Dupdi-du-di-dupdi-da-di. Jetzt, haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Jawohl, live, tu es. Also, Unpause, Matches Unpause live. Wir gehen in die First Round. SK Gaming gegen Reason Gaming und SK mit der Seitenwahl und dementsprechend mit der CT-Seite. Der wird schon mal ein bisschen getestet, was da so geht. Kayjian hat 2 HP, der hat also offensichtlich einen Headshot abgekriegt. Kann von Glück reden, dass er noch lebt. Und es sollte scheinbar Richtung B gehen. Wurde geschaut, ob man dann Contact spielen kann. Und dadurch, dass Emilio was, glaube ich, der die da frühzeitig gefunden hat, hat sich Reason Gaming dann doch entschieden abzubrechen. Jetzt wird nochmal nachgesmoked. Nicht gerade effektiver Fake. Peter macht sich direkt aus dem Staub. 3 Mann von SK Gaming auf dem B-Spot. Exim kann auch nur noch einen mitnehmen. Und obwohl der Fake noch so schlecht war, scheint das hier zu funktionieren. Bombleger ist durch mit seiner Arbeit. Es geht nur noch gegen 2, gegen 3, aber die sind alle low. Das hilft ihm allerdings nicht viel, wenn er die nicht zu Gesicht bekommt. Schön geschossen von PNX. Also 1 zu 0 Reason Gaming. SK entscheidet sich offensichtlich eine Cavalry-Echo zu machen. Extra mit der Pump Gun. Ich bin gespannt, was er jetzt damit machen kann. Mit dem ersten. Hält in Ruhe nach. Da hat es nicht gereicht. Da haben wir der B-Spot frei, aber das weiß Reason Gaming noch nicht. Die müssen jetzt erstmal den Spot checken. Skitten kann da ein paar Hits landen durch die Smoke an Phoenix. Und jetzt geht es scheinbar in den Rückwärtsgang bei SK. Peter hat keine Rüstung gekauft, also wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass es dann an die AWP geht, relativ bald. So, 2 zu 0 und SK hat seine 3 Waffen, beziehungsweise seine 3 Rüstungen, besser gesagt, durchgebracht. Das heißt, hier nochmal mit dem Versuch, vielleicht eine zweite Cavalry Echo zu spielen. Natürlich muss der Rest des Teams sparen. Es gibt ein M9, glänzt in der Sonne. Wie schön.
Emilio konnte da nicht viel tun. Außer vielleicht einen ersten Headshot setzen. Und Skitten und sein Mate laufen da auch nur gegen eine Smoke-Wand. Jetzt soll es so durchgeflasht werden. Hat nicht funktioniert. Und Rock kann jetzt hier nichts machen. Sollte vielleicht in Sicherheit gehen. Denn die Rüstung muss er nächste Runde nicht kaufen. Das ist schon mal was wert, es spart 1000 Dollar. Doppelter Molotow oder sogar. XM drückt durch, kriegt gerade noch einen weg. Emilio macht auch noch einen. Eigentlich viel zu viel, das hätte so nicht passieren dürfen. Aus Sicht von Reason, denn so lange wie das Gefecht da anhielt, sollte eigentlich keiner der Spieler gelebt haben. Deswegen in Unterzahl jetzt hier den Spot verteidigen. Es gibt einen Smoke hinten Y. Das hat keinen Einfluss, denn da steht überhaupt niemand. Und jetzt geht's durch. Cadian vorne. Kriegt keinen Frag. Obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre. 3 zu 1. Leicht offensiver Push von SK, aber nichts Ungewöhnliches. Ich versuche hier zu zweit ein bisschen Präsenz zu zeigen in der Banane. XM, Nummer 1. Jetzt weg. Frag mitnehmen. Und ich denke, Emilio wird sich jetzt auch verziehen, wenn die Smoke weg ist. Oder auf eine zweite Smoke warten. Ja, da machen sie sich aus dem Staub. Sauber gespielt. Geben sich da keine Blöße. Rock gegen Nille erfolgreich. Und Reason mit ihrem langsamen Spielstil. Schon zweimal in der Unterzahl. Jetzt scheinbar Richtung B drauf. PNX rennt vor. Hat einen, rechnet aber nicht mit Exem im zweiten Eck. Und damit verlieren sie zweimal an den Kollegen. Skitten mit einem Easy Frag. Und 3 zu 2. Also hätte Reason Gaming da nicht vorzeitig schon zwei Mann verloren, wäre die Sache vielleicht ein bisschen anders ausgegangen hier. Emilio verbrennt langsam, war geflasht, hat es nicht gesehen. 23 AP. Hat sich gerade noch rechtzeitig aus dem Staub gemacht.
Jetzt hier langsamer Aufbau bei Reason. XR steht im Haus, nicht zu weit vorne. Wird von Peter direkt rausgenommen. Und wieder 5 gegen 3, frühzeitig. 5 gegen 2. Damit der Fake auch komplett aufgeflogen, sollte man meinen. Aber Skitten und Rock sind beide unterwegs Richtung B. Das dauert relativ lange, bis SK jetzt mitkriegt, dass dort nicht viel passiert. Ob Rock damit rechnet. MSL hat ein bisschen Pech gehabt, hätte eigentlich mehr als einen holen können. 3 zu 3. Im Haus. Jetzt muss er gucken, dass er noch wegkommt. Wird von hinten über den Haufen gerannt. Kann noch einen mitnehmen vorher. Skitten auf Spot. Oh, wird rausgenommen. 3 gegen 2. 3 gegen 2 gegen 2. Peter. One on one. Dass diese Eco so knapp wird. Peter hat keinen Helm gehabt. Dementsprechend ein Pistol Headshot sofort vorbei. XR mit 15 AP, 16 AP. Verlierst du eher gegen Emilio, aber nichtsdestotrotz extrem erfolgreiche Eco-Runde für Reason. Hab 4 Mann rausgenommen und die Bombe gelegt. Also 3 Exim für das Scoreboard an. Aber bisher natürlich die ein oder andere Eco dabei gewesen. Jetzt kommt der Go Mitte. Rock im Elk ist schon gespottet. Einen kann er machen. Dann sehen wir das zeitliche. Exam ist noch im A-Haus. Eine gute Ausgangssituation für ihn. Ist aber wahrscheinlich noch nicht angesagt. Und wir sehen sie auf der Karte. XR ist durchgepusht Richtung Biblio. Und den haben sie, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Und Exam weiß jetzt nicht genau, ob's. Hat er ihn gesehen? Hat er ihn gesehen? Das war ein Hit. Und Kalien von kurz. Emilio gegen 2. Waffe ist schon alle. Versucht einfach durchzudiffusen. Oh, kann gute Hits machen und kriegt beide nicht down. Doch jetzt. Aber ich denke, das wird nicht reichen. Die Entfernung zur Bombe. Jawohl. 4 zu 4. Alle Spieler down. Hat Reason offensichtlich in Lang als Schwachpunkt erkannt. Ähnlicher Aufbau wie eben. Emilio und Exim versuchen mal in der Banane ein bisschen Präsenz zu zeigen. Jetzt hat er wenig AP, das hat er mehr oder weniger verdient, daraus genommen zu werden. Emilio gegen PNX macht, dass er wegkommt. Wir sehen es hier, Rock verschiebt langsam. Und Reason nutzt die Gelegenheit, Richtung Mitte zu gehen. Und wenn sie jetzt schnell sind, dann erwischen sie dort nur 2 Spieler. Ja, das sieht so aus, wenn Kalien mit Faken beschäftigt ist, um möglichst Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Peter sofort down im Haus. Gut gemacht von XR.
Gürtel noch unentdeckt gewesen. Das reicht auch nur für einen. Also richtig sitzen tut das Aiming bei den Jungs gerade nicht. SL erfolgreich mit seiner Camper-Posi. Und Emilio geht seine Waffe in Sicherheit bringen. Fünf zu vier. Reason Gaming leichte Führung, was man als T auf Inferno durchaus schon als Führung bezeichnen kann. Die Mio hat jetzt ordentlich schon jetzt kassiert, ohne was gemacht zu haben. Extra mit der Pumpgun, also diese Force-By-Geschichte hier von SK. Wird dafür sorgen, dass es jetzt heißt, Runde gewinnen oder Eco machen. Die Smoke war gut getimed, denn Reason Gaming war da auf dem Weg nach oben. Jetzt wird das Haus eingenommen, da ist auch nicht viel Schleichen angesagt. Jetzt scheint es so, als wenn es Mitte hochgeht. Rock down. Es geht nicht der Smoke. Also auch nicht viel machen. XR zieht sich jetzt auch zurück. Wird nicht mehr gebraucht, dass er Haus rausgeht. Und jetzt scheinbar, wir sehen es hier auf der Karte. Das war der Fake. Und Reason ist schon auf dem Weg rüber Richtung B. Und das nur noch Exim. Kann keinen Frag machen. Nicht mal viel Schaden gemacht. Random Pumpgun ist random. Exim wird aus der Luft gefischt. Und jetzt noch Emilio und Skitten gegen 3. 6 zu 4 und jetzt ist genau dieser Fall eingetreten. SK muss auf jeden Fall eine Eco machen. Schauen wir mal, wie Reason die Sache angeht. Müssten das eigentlich auch wissen. Denn die zwei Pumpguns waren eigentlich ein unmissverständliches Zeichen dafür. Erfolgreich gegen Exim. Emilio sitzt auf dem Spot. Aber ich denke, dass Reason Gaming da schon noch ein Auge drauf haben wird. Jetzt geht Emilio auch down. Skitten ist nachgerückt. Also wir sehen alle Jungs von SK schon auf dem Spot. Oder am Spot. Allerdings ohne viel Erfolg. Peter gegen 3. Nille low. Cadian mäßig low. Schön geschossen gegen Cadian. Nelly jetzt auch down. Die Zeit läuft ihm natürlich davon. Kann die AK saven. Und XR macht sie aus dem Staub. 7 zu 4.
Dennoch erfolgreiche Eco für SK. Also gerade die Ecos funktionieren hier ziemlich gut gerade im Spiel. So, Entschuldigung, ich bin wieder da. Bei Reason geht es scheinbar recht schnell Richtung falsche Mitte. Ist die Frage, ob man das Haus jetzt schnell einnehmen will oder ob da direkt ein Goal kommt. Sieht so aus, als ob dort ein direkter Goal passieren soll. Gegenflash von Rock, der wird jetzt gleich angerannt. Asgütten mit FM4. Und der Goal wurde erbärmlich niedergewälzt, muss man sagen. Also ganz schnell war er vorbei. Und Cadian mit AWP gegen die ganze Welt. Der Vergleich Ecos vor CZ gegen danach ist, glaube ich, ziemlich gut. Denn ich glaube, die CZ hat ganz, ganz viel dazu geführt, dass Ecos geholt werden. Ist auch einfach nur hoffnungslos okay. Ist die wahrscheinlich beste Waffe, wenn es ums Preis-Leistungs-Verhältnis geht, meiner Meinung nach. So, also, nachdem das nur so katastrophal schief gegangen ist bei Reason Gaming, geht's jetzt in die Eco. XR hat eine Waffe. Hat doch gar keine gesaved, oder? Sehe ich das falsch? Vielleicht hat er viel Geld übrig gehabt, konnte einen Frag machen. Und das hat dazu geführt, dass sie vielleicht auf den B-Spot draufkommen. Rock ist zu spät, wird also nicht mehr verhindern können, dass sich Reason Gaming da seine Position aussucht. Gegen 3, Situation eigentlich recht günstig, aber SK Gaming muss das auf jeden Fall probieren, wollen sich hier die Ego nicht abluchsen lassen. Das ist ja noch Nille in der Banane, geht down. Schöner Retake von SK, aber natürlich von den beiden Bananenspielern äußerst gefährlich, was sie da gemacht haben. Sehr offensiv gegangen gegen eine drohende Ego. Sechs zu sieben. Exem mit dem Fracking MSL und kann sich entspannt zurückziehen. Damit gezeigt, was in der Banane-Sache ist. Und jetzt geht es scheinbar Mitte hoch und da steht Peter mehr oder weniger alleine. Rock kann noch einen Frag machen, aber kommt nicht mehr auf den Spot drauf. Exem hat, glaube ich, da ziemlich ungünstig kassiert. Ich glaube, die Smoke war schon auf. 3 gegen 3. Jetzt kommen die Flashes und der Retake. Und da ist niemand. Ja, die Bombe fängt langsam an zu ticken. Aber das wird wohl nichts werden. Emilio hat eine denkbar schlechte Situation hier. Muss eigentlich gucken, dass er irgendwie wegkommt. Emilio macht die aus dem Staub. Er will noch alle mitnehmen. 8 zu 6. Also gut erkannt von Reason Gaming, dass SK hier vielleicht am Anfang zu dritt auf B ist. Oder vielleicht war es auch einfach Zufall. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie das geahnt haben.
Refrag von Skitten mit der Pumpgun. Jetzt hat er natürlich keine Möglichkeit mehr, irgendwo hinzugehen. Rock wieder von lang. 3 gegen 3. Unten im Hausmeister ist Exer. Exer kommt da schon schießend rum, aber es reicht halt nicht mehr. Bomb liegt wieder gut, also wenn SK hier nicht alle Spieler rausnehmen kann, wird es nicht möglich sein, die Bombe zu defusen. Sie tickt und das wird mit ziemlicher Sicherheit das 8 zu 7 werden. 9 zu 6, was ich schon wieder erzähle. Reason Gaming mit einer entspannten Führung auf Inferno. Irgendjemand hatte eben gefragt, warum ich keine Co-Mods habe. Ich finde nicht, dass Co-Mods die Aufgabe leichter machen. Heute würde es vielleicht ein bisschen leichter machen, weil ich mich nur sehr, sehr schwer konzentrieren kann. Und wenn dann jemand anders ein bisschen redet, wäre es ganz angenehm. Aber in der Regel, wenn man niemanden hat, der mindestens irgendwie so das gleiche, die gleichen Dimensionen anstrebt, weiß ich nicht, ob das... Also ich fand das bisher nicht unbedingt einfacher. Und das mit dem Co-Mod. So, was ist jetzt hier los? Do not ready. Also wir warten offensichtlich noch auf die zweite Hälfte. Ich weiß nicht genau, wo das Problem ist. Do not ready, unready, do not ready. Hat jemand geschrieben, was los ist? Nein. Dankeschön. Ich werde mir da schon noch ein System für überlegen und ich werde das sicherlich immer ausprobieren, aber ich brauche halt erstmal Kandidaten, die passen. Es muss ja irgendwie die Chemie auch ein bisschen stimmen zwischen den Leuten, wenn man jetzt jemanden hat. Ich kann ja nicht einfach irgendwen nehmen. Und ja. Dann muss er natürlich Zeit haben, weil er es natürlich einfach just so fun macht und dafür ja nichts kriegt. Ich werde mich da schon nochmal reinfuchsen. Aber momentan, ich finde das momentan nicht unbedingt schlimm, ohne Co-Mod zu machen. So, wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Deswegen müssen wir jetzt einfach nur warten. Nimm's Libo. Ja, Mike habe ich immer gerne an meiner Seite. Ganz klar. Aber der hat natürlich nicht so viel Zeit. Und wenn er Zeit hätte und casten könnte, dann castet er oftmals auch. Na, zu NKJ habe ich noch gar keinen Kontakt. Müsste ich mal schauen. Ja, gut. Ready. Ist das ein Ready? Ist das ein, es geht gleich los Ready? Oder was ist hier Sache? Jetzt geht's live. Also, wir gehen in die zweite Hälfte. Reason Gaming führt 9 zu 6 und kann jetzt die für viele Teams etwas entspanntere CT-Hälfte beginnen. Also, denke ich mal, sind sie nicht unzufrieden mit dem Ergebnis.
4 oder 5 Decoys Mitte hoch. Kaden hat mal geschaut, ob da was zu sehen ist, und er hat welche gefunden. SK ist hier noch nicht scheinbar wirklich sicher. Es geht jetzt vielleicht doch geht's. Jetzt geht's Richtung A. Würde ich sagen. Zaghaft, ganz langsam. Schöner Schuss von XR. Dann verlässt es ihn leider nach dem ersten. Penix. Auch down. Peter gegen Canyon. Also jetzt fallen sie, wie die fliegen, die Riesenspieler. Drei Mann von SK auf dem Spot. Bombe liegt auch schon. Skirt sucht sich das Duell. Nele gegen zwei. Munition alle. 9 zu 7. Erst First Round geht an SK. Reason Gaming entscheidet sich scheinbar B zu stacken. Kaden mit dem ersten Track. Der Offensiv-Push. Emilio muss doch mal down gehen, der da im Eck stand. Kann es ja nicht sein, dass der da so lange überlebt. Peter hat einen Headshot gekriegt, der aber ein bisschen komisch war. Ein Stück Wand zwischen. Achso, oder vielleicht war es einfach nur ein Pumpgun. Einzel-Headshot. Also der Offensiv-Push von Reason hätte deutlich besser ausgehen können. Und hätte sehr viel mehr Erfolg bringen können. Im Endeffekt allerdings. Emilio und Exem immerhin 2 Frags gemacht. Zu 8 und SK kann es natürlich ausgleichen, wenn sie die nächste Anti-Echo noch überstehen. Nil alleine mit der Pumpgun auf B. Türmchen in der Mitte, Penix, unser Mate. Kaden, die standen da aufeinander, konnten also ohne Probleme den Frag machen und sich vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, auch zurückziehen. Mal so Tatsachen Vorteil erspielt. Hat auch Probleme, den Frag zu machen. 5 Schuss noch. Lebt irgendwie immer noch. Und dort im Eck steht. Oh, das sieht gut aus für Reason Gaming. Die sich einfach die Eco mal holen. Als wäre es nichts. Und damit 10 zu 8 dann. Womit wir wieder beim Thema wären, CZ, Ego-Statistik.
Exim mit der Pumpgun vor. Einer P. Spannendes Abtasten. Wir sehen es auf der Karte hier. Reason Gamings. Oh, Emilio hat offensichtlich den MSL erwischt. Durch die Smoke mit dem Prediction Shot. Und Reason steht mega defensiv. Im Sandkasten und im. Hinterm Spot vor allen Dingen. Schauen wir mal, was in der Banane geht. Kaelian hat verschossen scheinbar. Wir schauen hier. Emilio 1 HP, 4 HP und Exim 1 HP. Also die beiden leben auch irgendwie schon gar nicht mehr. Aber auch mit 1 HP kann man Headshots machen und ja, Peter und sein Mate sind lang durch Richtung CT Base. Und das ist der Untergang des Basebots. Kaelian mit einem Frag. Und dann Instant Headshot von Rock. 2 und 3. Aber zwei Spieler von SK sind sowas von dermaßen low. Das ist noch nicht vorbei. Jetzt hat er den einen Spieler rausgenommen, der viel AP hatte. Beide One-Shot. Hat hier Exim Glück gehabt, dass PNX nicht ins, ins Eck geguckt hat. 9 zu 10. Reason Gaming wieder mit Eco unterwegs. Und wieder vier Mann auf B. Jetzt kommt der Go. Gute Flash. Beide Spieler blind. Banane gecleared. Das war schön gemacht von Reason. Ist L noch zurückgelassen mit der AK. Und der Rest schiebt Richtung A-Spot durch. SK muss sich jetzt eigentlich mal sammeln, wenn sie hier noch was machen wollen. Ich vermute mal, dass sie Richtung B gehen. Okay, ich liege falsch. Es geht scheinbar Mitte hoch. Ich hätte erwartet, dass man jetzt die Smokes abwartet und versucht, die eine AK zu killen. Aber warum nicht? Man kann auch einfach gegen die Ekos laufen, ist vielleicht sinnvoller. Jetzt geht's rauf den Spot, Rock down. Und 2-on-2-Situation. Kriegt SK die Runde hier nochmal runter. Schön gemacht von MSL. Nur noch gegen Exim und der ist low. Boah. Schade, das hätte ich gerne gesehen von Exim. Das sah noch ein Flickshot aus. 10 zu 10. Also, SK gerade nochmal ein bisschen glücklich, muss man auch sagen. Die Runde runtergespielt. Nachdem SK, nachdem Reason Gaming wieder mal in der Banane ordentlich aufgeräumt hat. Diesmal mit einer guten Flash. Haben sie da direkt Feierabend gemacht. Kaelian hat versucht Mitte runter zu zielen. Jetzt geht es in der Banane, gibt's Action. Emilio mit beiden. B-Spot damit erstmal clean. Kaelian rückt nach mit der AWP. Müsste weggesmoked werden eigentlich. Und entscheidet sich hier auf Seiten SK nicht durchzugehen. Eigentlich ungewöhnlich. Vermutet man hier einen Stack oder worum geht's? Das könnte unter Umständen ein bisschen zu langsam gewesen sein, die ganze Geschichte. XR ist im Beet gestanden und hat... Wartet jetzt erstmal noch ein bisschen. Wartet nicht, lässt sich offensichtlich holen.
Jetzt hätte er noch warten können, also da war kein Grund mehr reinzugehen. Nix gegen Peter. XM gegen 2 mit 5 AP, das wird nix. Diffuse geht es voran. Reason Gaming 11 zu 10. Mio alleine Richtung Banane und der Rest der Truppe Richtung falsche Mitte. Kommt die Flash, raus geht's. Exim rausgehüpft mit der Pumpgun. PNX und XR haben sich dort gut zurückgezogen Richtung Sandkasten. Bombe gelegt. Immerhin. Aber die Runde geht an Reason 12 zu 10. Schauen wir mal, ob Cadian wieder Mitte runterzieht. Und ob er damit was erreicht. Wahrscheinlich nicht. Wir sehen es alle, SK-Spieler unten an der Banane. Hat nochmal nachgesmoked, es gibt ja nochmal 15 Sekunden mehr Zeit. Haben sie gut gemacht, haben sich zurückgezogen. Gehen lieber auf Distanz. Keine All-In-Situation, keine All-In-Positionen einnehmen gegen Echo. 35 Sekunden, ich denke mal, jetzt geht's gleich los. Einen hat er. Kann sich noch zurückziehen. Nele pusht durch. Kann zwei machen. Und MSL. Ah, mit der Piste. Versucht das nochmal. Gut ausgemoved, den Exem. 13 zu 10. Was ist da mit dem Skin los? Das sieht ein bisschen kaputt aus. Stimmt irgendwas nicht. Und jetzt Offensiv-Push von Reason. Genau reinstechen in den Aufbau. Das könnte funktionieren, wenn sie es gut ausführen. So sieht es aus, als ob es gut funktioniert hat. 4 gegen 2. Peter auch down. Emilio. Sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Genau der schöne Zeitpunkt. Die Eco abgewartet und dann offensiver Push, um genau reinzustechen. Das ist genau der richtige Moment dafür. Und Emilio kann eigentlich nicht mehr so viel machen, wenn ihm dann Reason Gaming nicht die Möglichkeit gibt. Die 14 zu 10 und die Runde wirklich verdient von Reason Gaming.
Das war sehr, sehr gut gespielt. Der psychologische, als ja, das habe ich mir gedacht. Alle Skins sind hinüber. Und dann war es noch eine Frage der Zeit, bis er hier richtig abschmiert, glaube ich. Ich connecte direkt neu. Läuft bei mir. Keine Ahnung, was da los ist. Ich würde mal schauen, dass ich hier bald wieder raufkomme. Muss natürlich wieder den Sound einstellen, bevor euch die Ohren wegfliegen. Hoffentlich. Ja, gerade noch rechtzeitig. Also, wir gehen wieder in Game. Wenn ich die 4 auf dem Numpad drücke, dann geht links diese kleine Anzeige hier aus. Auch interessant. So, oh, da haben wir nicht. So, jetzt geht's offensiv Richtung B. Nilla auch down. Die Runde sieht gut aus für SK, wenn sie jetzt auf den Spot kommen. Caden ist rum verschoben, kommt aber reichlich spät. Und verschießt noch dazu, 5 AP bei ihm. Einfach die Nate gesessen. Oh, schön von XR. Nur noch Skütten gegen 2. Aber hat jetzt XR rausgenommen. Das hilft ihm natürlich erheblich. Denn Kalian hat nur einen Versuch zu schießen. Ja, und jetzt läuft ihm die Zeit davon. Kann zwar den Frag machen, aber es reicht nicht mehr, denke ich. Nein. 14 zu 11. Es kam wieder mit dem A-lastigen Aufbau, also es geht schnell falsche Mitte hoch und dann wird relativ schnell das Haus eingenommen, vermutlich. Hoch, Caden hat Stress, muss jetzt weg. Kriegt Backup von XR. Ah, reicht auch wieder nicht für den zweiten. Phoenix aus dem Sandkasten gefischt. Und Emilio gegen 2. Dort über kurz ist Nille schon unterwegs, aber der entscheidet sich hier doch noch ein bisschen defensiver zu bleiben. Also möchte hier kein unnötiges 1-on-1 eingehen. Der Bombenplant sagt zumindest an, wo Emilio denn genau ist. Jetzt legt er durch. Und Nille hat den Spot gemacht. Emilio dreht sich sofort um, aber kommt nicht mehr rechtzeitig. 15 zu 11. Damit das Draw gesichert für Reason Gaming. So, und jetzt gilt es natürlich für SK, möglichst noch was auszurichten. Aber das wird schwierig. Mit dem Force Buy und Reason überlässt jetzt hier nichts mehr dem Zufall, will offensiv runter pushen und findet absolut niemanden. Werden sicherlich vermuten, dass alle in der falschen Mitte sind oder so. SK hat Tatsache, ich würde sagen, durch ihre Absprache, die ein bisschen länger gedauert hat, ein bisschen glücklich an der T-Treppe noch gestanden.
Nix im, geht jetzt auch aus der Banane weg. Und die Jungs von SK haben das Haus eingenommen. Und Reason Gaming steht sehr, sehr defensiv. Jetzt geht's Action hoch. Jetzt gilt es. XR und PNX jeweils mit einem. Hat sich ein bisschen zu viel gezeigt. Hätte eigentlich nochmal chillen können. Und das ist die Runde für Reason Gaming. 16 zu 11.